Wir haben festgestellt, dass der Verbrennungsprozess im menschlichen Körper dem Verbrennungsmotor sehr ähnlich ist. Ja. Wir atmen Sauerstoff ein, der Motor saugt Luft ein, wir atmen CO2 aus, also Verbrennungsmotor stoßt CO2 aus. Wir brauchen auch Wärme zur Verbrennung, Körperwärme zumindest. Also die Vorgänge sind sehr ähnlich. Ja. Und nachdem wir die Verbrennung im Motor verbessert haben, war es dann nahe, die Verbrennung im Körper zu verbessern. Und da sich gleich ein Produkt ergeben, das wir ein bisschen abgewandelt haben, auch getestet, dass wir gesagt haben, wie verbessern wir die Verbrennung? Und je besser die Körperverbrennung ist, umso wohler fühlt sich der Körper und alles Zeug, was nicht reingeht, wird auch verbrannt. Ja, das ist wie eine Müllverbrennungsanlage. Wenn da Müll im Körper drinnen ist und das verbrennt gut, dann wird das auch alles rausgebrannt. Und wir haben auch festgestellt, dass jetzt gerade, weil das Corona aktuell ist, ja, ist ja ein Lungenproblem. Die Lunge hat dann ein Problem mit der Atmung. Man braucht eine Sauerstoffversorgung, Beatmung. Und wir haben festgestellt, wenn man jetzt statt den Treibstoff Trinkwasser verändert mit der Technologie, ein bisschen abgewandelt, dann kann man da ganz interessante Effekte erzielen. Und ich habe es jetzt am Bildschirm, ich kann es auch vorlesen, aber ich kann es auch herzeigen. Wir haben zum Beispiel eine Ärztin gehabt, die ist 18 Stunden, also bis zu 18 Stunden an einem Sauerstoffgerät gehangen, an einem mobilen, und die hat dann angefangen, dieses Wasser zu trinken, und inzwischen geht die wieder bergsteigen ohne Sauerstoffgerät. Oder ich habe in Tirol war er vom Vortrag, da hat er 72-Jährige, die hat da ihr so ihr Wagerl durch die Gegend geschoben, immer mit einem mobilen Sauerstoffgerät. Ja. Und auf einmal hat es ohne wieder fahren können. Ja. Und wir Ja, das ist ja setzen das auf unglaublich. der Das heißt, Ernährung. ihr führt diesem Wasser irgendeine Frequenz zu, extern, bevor man es trinkt, oder? Und dann hat man da eine Genau. andere Wirkung im Körper, oder was? Ja, ich habe mal so. Vielleicht sieht man das, Ja. da schwimmt so ein Stift drinnen im Wasser. Ja. Das ist der Stift, der gibt eine Frequenz Ah, an ganz das unten sieht man Wasser am Boden, ja, genau, da wackelt ja ab. Ja, quasi. genau. Das sieht man vielleicht jetzt, der Stift. Ja. Jetzt sieht man, Und ja, genau. wenn man das Wasser trinkt, dann kommt mehr Sauerstoff ins Blut rein. Also wir haben Blutsättigung bis zu 5% mehr Sauerstoff im Blut. Und der mehr Sauerstoff hat natürlich auch bessere Versorgung der Lunge. Ja. Und das ist gerade jetzt in der aktuellen Situation, also wir haben Kontakt zum Bayerischen Krisenstab aufgenommen. Die werden uns das wahrscheinlich nicht glauben, aber wir versuchen gerade Leute, die so an der Grenze zur Beatmung sind, ja, dass wir vielleicht einen Versuch jetzt machen und die das Wasser trinken können, dass man dann kein Beatmungsgerät braucht. Ja. Ah, Ich weiß das nicht, war ob ich natürlich durch. super. Ja. Ich weiß nicht, ob ich durchdringe, ja, was der so Grenzwissenschaftler, die werden immer ein bisschen schräg angeschaut, ja, aber es wäre eine Chance, das einfach auszuprobieren, weil das ist ja jetzt die Knappheit. Beatmungsgerät, die müssen eine Herz-Lungen-Maschine, um das zu waschen, mehr Sauerstoff extern geben es rein in das Blut und das würde man nur mit dem Wasser erreichen. Das heißt, da könnten wir jetzt einiges machen und ich sage immer auf gut Deutsch, Versuch macht klug. Ja, das ist zwar ein bisschen Norddeutsch, aber Naja, aber ich gebe dir vollkommen recht. Also diese Frequenztechnologien, die hier, sage ich mal, auch die Zukunft sein werden, die ja so Pioniere wie du, da gibt es ja noch viele andere auch, die jetzt momentan immer noch unterm Radar waren, die werden in Zukunft natürlich eine ganz andere Wirkung nur erzielen. Ich hoffe, dass ihr dann ja, genügend Leute kriegt, die das testen, weil schädlich ist auf keinen Fall, weil wenn ich mehr Luft kriege, ist es immer gut. Ne? Ja, Ja, praktisch sicher. Doping Ich fürs meine, Wasser. Ne? in Österreich sagt man ja, hilft es nicht, so schaut es nicht. Ja. Und vielleicht in Bayern auch. Aber man könnte es ja einfach ausprobieren. Wir haben es vorgeschlagen, einen Krisenstab, zumindest an 10 Personen sollen sie es mal ausprobieren. Ja. Weil, wenn sie Wasser trinken, können sie ja nicht sterben. Und es könnte nur helfen. Und ja, da sind wir dran in der Richtung. Und